Hi, hier ist Toni von Game of Lures. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Wir reden heute über, bisschen besser hinsetzen, das Osterkörbchen von Hecht und Barsch. Ich habe mir schon mal die Mühe gemacht und das hier von seiner Frischhaltefolie befreit. Das war nämlich dick eingewickelt, dass nichts aus dem Körbchen fällt. Dieses Desaster wollte ich aber ersparen, wie ich diese Folie da abmache. Also starten wir quasi direkt rein in diesen wunderschönen Korb. Wer sich das Osterkörbchen vom letzten Jahr nochmal anschauen möchte, ich verlinke es einmal hier oben in der Ecke. Und dann würde ich sagen, genug gesülzt, wir quatschen mal über den Inhalt dieses Körbchens. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Blick erstmal sehr, sehr cool aus. Für mich in meiner Angelbubble und meinem Köderspektrum, was ich gerne fische, sollte hier auf jeden Fall alles verwendbar sein. So, Terminal Tackle zuallererst von Musaga. Haben wir ein paar Jigköpfe dabei, die Jigköpfe Classic. Hakengröße 3,0, 10 Gramm Gewicht. Drei Stück sind drin, das sind, ihr seht es hier, die mit der Bleiwulst. Nicht meine Favoriten, aber für den einen oder anderen Softbait sind die auf jeden Fall viel besser geeignet als die mit dem Baitholder aus Draht. So, dann haben wir hier einen alten Bekannten, würde ich sagen. Headbanger, der Rockerhead. Hakengröße 3,0, 6 Gramm Gewicht. Wir kennen den aus dem MyFishing Box Adventskalender. Da ist er einmal, ich hole mal einen. Das System ist auf jeden Fall ziemlich cool. Ich habe das kurz nach meinem Unboxing oder kurz nach dem Tag oder dem Kalendertürchen bei der Perch Pro gesehen, wo die Headbanger-Jungs mit diesen Rockerheads geangelt haben. Und ich muss sagen, das hat mich auf jeden Fall extrem geflasht. Also ihr seht es einmal hier. Das Ganze ist so ein bisschen wie im Cheburashka aufgehangen, also frei beweglich. Und Headbanger-typisch haben wir hier diese Wölbung vorne drin. Das heißt, das Ganze mit Zug und Widerstand im Wasser sollte extrem verführerisch spielen und sehr viel Spaß machen. Ich habe echt Bock, das auszuprobieren. Jetzt habe ich 6 Stück. Perfekt. Also ich reiße ja eh ständig was ab. Also von daher sehr, sehr, sehr cool. Und ich sehe hier, sollte der passende Trailer auf jeden Fall schon mit dabei sein. Der kommt nämlich auch von Headbanger und der nennt sich Banger Bug. Hat 3 Inch und ist in der Farbe Pearl White. Superior Kicking Action und flavored with salt. Also ein bisschen gesalzen und knaller Aktion. So, Werbung können sie. Sieht auf jeden Fall echt interessant aus. Gut, sonstiges Flavor anscheinend tatsächlich nicht. Ich finde hier vorne ja, die Füßchen haben, sieht man das? Ja, haben hier schon mal so einen kleinen Paddle Tail. Und auch die großen Schellen hier hinten haben genauso ein Paddle Tail. Das heißt, sie machen sehr, sehr, sehr viel Aktion unter Wasser. Und insgesamt gefällt der mir ziemlich gut, muss ich sagen. Schöne Gummimischung, recht weich, viele Lamellen, bisschen Glitzer mit dabei. Das dürfte bei sehr klaren Gewässern auf jeden Fall eine ganze Menge Spaß machen, hier mit zu angeln. Ob jetzt am Rockerhead oder ganz normal an einem Finesse-Jig oder Rig, Finesse-Rig oder an irgendwas anderem. Das sollte erstmal egal sein. Ich glaube, die dürften eine ganze Menge Freude bereiten. So, dann haben wir was von LMAB und zwar den Köfi Bleak Pintail. 11 cm und empfohlene Hakengröße 2,0. UV-aktiv und Seafood-flavored. Die Farbe ist Real Bleak. Sehr schöner Low-Action-Köder. Eignet sich gerade, finde ich, halt in der kälteren Jahreszeit sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel mit einem Dropshot eine Stelle sehr, sehr, sehr lange und sehr genau und sehr fein abfischen möchte. Es macht nicht zu viel Aktion unter Wasser und bringt auf jeden Fall extrem gut Fisch. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Dann, womit machen wir denn jetzt hier mal weiter? Mit Strike Pro. Strike Pro, der Pickster, okay, 4 Inch und in der Farbe Brown Chartreuse Flake. 7 Gramm. Das finde ich cool, dass das hier draufsteht. 7 Gramm. Jetzt sind die ölig. Alter Schwede. Sehr ölig. So einen leichten Gummi, aber auch ein bisschen Anis-Flavor. Ich weiß es nicht genau. Und eine sehr, sehr, sehr weiche Gummimischung, wie ihr hier sehen könnt. Und hier seht ihr mal diesen. Ja, Pickster, Schweinenase, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall extrem interessant aus und
Hat auch eine sehr geile Farbe, muss ich sagen. Viele Lamellen, sehr weich. Ich denke, das hier wird sehr gut am Offset funktionieren und natürlich auch am klassischen Jig oder aber auch am Dropshot, weil es so schön, weiche Gummimischung ist. Sehr geil, gefällt mir. Schöner Köder. Kannte ich gar nicht. Kennt ihr jemand von euch? Hat die schon mal jemand gefischt? Wenn ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann haben wir von Savage Gear den 4D Perch Shad, 12,5 cm, 23 Gramm in der Farbe Zander. Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass es eher ein Barsch ist auf den ersten Blick, aber ja klar, als Zander geht es definitiv auch durch. Sehr cool. Eine Anbestelle und die ist schön mit dem Sprengring hier unten dran festgemacht und einen kleinen Wirbel. Das heißt, wenn ein Hecht attackiert oder irgendwas Größeres und sich ein bisschen ja, dreht und durchdreht und extreme Fluchten hinlegt, dann sollte er sich auf jeden Fall nicht aushebeln aus vom Haken, sondern er bleibt einfach dran, weil der Wirbel einfach mitarbeitet. Cool, schönes Detail, gefällt mir auch gut. Dann haben wir eine Klassikerfirma mittlerweile, was Boxen und Co. angeht. Wir kommen mit Westin um die Ecke und zwar der Bassbite 6 cm, 10 Gramm Suspending, finde ich sehr gut. Und die Farbe ist 3D Gold Headlight. Geil, sehr schön. Da muss ich jetzt nicht viel zeigen und nicht viel rausholen. Sehr schöner Köder. Ah, der Lauftiefe. 1 Meter bis 2,50 Meter. Perfekt. Und dann halt schön Suspending. Das heißt, immer mal stehen lassen, ruhig mal 3, 4, 5 Sekunden und dann bleibt der schön in der Gewässerschicht stehen. Hammer. Das mag ich total gerne. Dann haben wir von Gunki, ach, sehr schön, dem Boomer, ein sehr geiler Chatterbait, wie ich finde. In 10 Gramm, Hakengröße 4,0, Lauftiefe 0,10 bis 1 Meter. Gut, das ist natürlich davon abhängig, wie lange ihr ihn absinken lasst. Also es geht auch deutlich tiefer, wenn man möchte. Und die Farbe ist Smoke Shad. Den hol ich mal raus. Das blendet mir hier zu doll. Und dim-dim-dim. Sehr geil. Ich finde immer wieder diesen Kopf total geil. Der sieht immer so ein bisschen aus wie so ein Frosch, wie ich finde. Sehr schönes großes Auge. Und ja, mit der Größe 4,0 kriegt man hier auf jeden Fall auch mal einen schönen Köder mit dran, der schön groß ist. Und dann kann man da wunderbar Spaß haben mit. Ich denke auch aufgrund der weichen Gummimischung, ist jetzt ein bisschen kurz vielleicht, hätte sich der Pixter hier auf jeden Fall auch sehr angeboten. Aber ich glaube, der ist ein bisschen zu klein für diesen Chatterbait. Ich weiß, könnte vielleicht auch gerade noch so gehen, aber ich hätte jetzt tendenziell dann eher nochmal eine Nummer größer genommen. Ja, doch, ich hätte eher eine Nummer größer genommen, weil der so schön weich ist, hätte er bestimmt eine richtig geile Aktion zusammen am Chatterbait gezeigt. So, dann haben wir von Yosuri, klingt auf jeden Fall japanisch. Ja, Japan. Den 3DB Knucklebait. New Style Wirebait, 14 Gramm Sinking 3D Prison Ball und die Farbe ist keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber das Ding sieht ja mal richtig scharf aus, muss ich sagen. Hatte ich jetzt so noch nicht. Ich habe das schon mal auf der einen oder anderen amerikanischen Seite gesehen, sowas ähnliches hier. Aber das sieht auf jeden Fall extrem interessant aus. Gerade diese Prismakugel hier vorne, die das Licht wahrscheinlich unter Wasser extrem geil bricht. Und auch dieser schöne abgeflachte Kopf hier vorne, der den Köder dann wahrscheinlich schön gerade runter taumeln lässt, also richtig schön absinken lässt. Ich glaube, das ist mal richtig abgefahren hier, das Teil. Sieht auf jeden Fall nach einer Menge Spaß aus, würde ich sagen. Ha! Geil. Finde ich gut. Kennt ihr die? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen, ob ihr damit schon mal was gefangen habt. Und ja, wenn die jetzt klassisch führt wie so ein Spinnerbait oder doch eher mal so ein bisschen anjiggt und wieder absinken lässt, würde mich jetzt echt mal interessieren, was ihr damit so veranstaltet. So, ich würde sagen, bis auf die drei goldenen Ostereier, die leider anscheinend wahrscheinlich jedenfalls nicht die Gewinne sind. Schade eigentlich. Sind wir durch. Sehr cool. Für mich persönlich ködergrößentechnisch auf jeden Fall sehr gut geworden, das Körbchen. Und deckt auf jeden Fall genau das ab,
was ich am meisten fische und worauf ich am meisten fische. Schöne Überraschung mit dem Kollegen hier, mit dem, wie hieß er noch? Knucklebait. Knucklebait New Style Wirebait. Erratic Action und Versatile. 3D Prism Ball Flashing or Sound. Soundball? Achso, ich habe den Flashing. Die gibt es anscheinend auch nochmal mit Rasseln. Wenn ich das jetzt so richtig da rauslese, ist ja auch interessant. Also ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich den Flashing, die Flashing-Variante habe und nicht den mit der Kugel drin oder mit der Rassel drin. Und da bin ich mal super gespannt drauf, was hier mit so geht und was darauf so geht. Schönes Ding. So, jetzt schreibt ihr mir mal unten in die Kommentare, wie ihr das Körbchen gefunden habt. Habt ihr ein bisschen anderes Zeug drin gehabt, wenn ihr euch das gekauft habt? Lasst es mich gerne wissen. Und dann würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Und dann würde ich erstmal sagen, bis dahin, macht's gut. Euer Toni.